Also, that's the look. Ich bin so aufgeregt. Ich habe jetzt das Paket. Ach, für was habe ich mich entschieden? Ich habe mich da jetzt wirklich intensiv belesen und ich habe mir gerade schon mal meinen Tag geplant. Und hier könnt ihr einmal direkt meine Notion-Seite sehen. Ich komme jetzt gerade von der Uni. Ich war heute wirklich irgendwie den ganzen Tag da, aber es war richtig gut. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute ist der 18. Mai und das Wetter ist zum Glück wieder richtig schön. Gestern war so ein kleiner Downer, aber heute ist wieder gut. Und ja, ich freue mich richtig auf den Tag. Ich wollte morgen schon laufen. Ich habe heute einen 5 Kilometer Run gemacht. Ich habe nämlich letztens so eine Nachricht bekommen von wegen so, ja, ich laufe immer nicht so viel. Ich schaffe irgendwie nicht mehr als 5 Kilometer und dann denke ich mir, das hat keinen Sinn und so. Aber Leute, hallo, 5 Kilometer sind doch fucking amazing. Und ich mache das auch öfter, dass ich 5 Kilometer laufe, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ich versuche schon, dass ich vielleicht mal 5 schnelle Kilometer mache oder so. Oder einfach mal so auch einen kurzen Run oder einen kürzeren Run. 5 Kilometer sind ja auch schon super. Also Jungs, dranbleiben, das ist auch schon richtig cool. Jetzt werde ich erstmal frühstücken und bin später noch mit einer Freundin verabredet. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und genau, das steht heute so an. Ich freue mich sehr. Ja, genau. Also machen wir mal Frühstück. Summer rain on the window. Jetzt wird gefrühstückt. Ich habe mir richtig leckeren Porridge gemacht mit Blueberries, Bananen ist da drin, Joghurt. Mein Cashew-Mousse ist alle. Darum muss ich mich dringend kümmern. Ich finde, Cashew-Mousse ist echt das geilste Nussmus. Mag ich am liebsten. Ich habe gehört, dass Pistazie auch richtig gut sein soll. Dafür bin ich dann irgendwo zu geizig. Ja, Haselnussmus ist auch gut. So langsam neigt sich das bei mir alles so ein bisschen dem Ende zu. Deswegen brauche ich unbedingt Neues. Muss mal schauen, wo ich da was hole. Und genau, jetzt wird gefrühstückt und dann mache ich mich auch gleich auf den Weg. Das Wetter sieht wieder toll aus. Blauer Himmel, die Sonne scheint. So lieben wir es in Wien. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht, habe gefrühstückt, habe meine Sachen gepackt und jetzt mache ich mal auf den Weg. Ich wollte euch mal mein Outfit zeigen. Vielleicht klappt das so. Schauen wir. Also, that's the look. Es ist natürlich, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe auf jeden Fall, also der Cardigan, es ist leider alles alt, außer das Top. Der Cardigan ist von Weekday. Das Top ist aktuell von H&M, das ist so ein Crop Top. Ist allerdings leider ausverkauft. Und die Hose ist von Levi's. Ja, genau. Jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Ich hoffe, ich glaube, mit der Temperatur passt es. Und yes, ich freue mich. Boah, ich stehe jetzt gerade in der Sonne und ich dachte so, hä? Irgendwas ist anders, irgendwas hast du heute vergessen. Und ich habe einfach vergessen, mein Gesicht einzucremen. Kann man sich das vorstellen? Also nicht, dass ich nur keine Sonnencreme im Gesicht habe, sondern ich habe meine komplette Tagespflege vergessen. So, kann es sein? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen vor der Sonne verstecken. Was für ein Scheiß. Was war denn mit mir heute los? Okay, Jungs, also erstmal, ich hatte einen richtig schönen Vormittag. Es war echt richtig schön. Ich habe den mit einer Freundin verbracht. Und wir waren Kaffee trinken, ich hatte ein Eis Matcha Latte, das war der Hammer. Und dann waren wir noch ein bisschen in Wien unterwegs. Wunderschön. Und jetzt habe ich eben die Mail bekommen, dass mein Paket hier in der Abholstation ist. Und ich gehe das jetzt abholen. Ich habe da was bestellt. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich echt wie ein kleines Kind und ich hoffe, dass ich das auch gleich gut nach Hause bekomme. Aber das kriegen wir hin. Muskelkater ist wieder da. Deswegen hole ich das jetzt mal ab. So, hier ist das Mäuschen. Ich muss jetzt mal... Oh, ey, es ist schwer, aber wir kriegen das hin. Okay, das Paket ist abgeholt. Es geht, es ist gar nicht so schwer. Ich glaube, das merke ich jetzt erst so nach ein paar Schritten. Ich habe jetzt das Paket. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich habe so viel Emotionen gerade mit mir. Vorfreude ist schon mit das Schönste, oder? Seid mir ehrlich. Also ich muss sagen, Vorfreude ist schon was Geiles. Es ist irgendwie... Ja, es ist irgendwie auch schon... Ja, Vorfreude ist cool. Gut, das... ne, ihr merkt, ich kann gerade nicht so ganz denken, aber... Ich mache das jetzt mal mit euch auf. Da ist noch was anderes drin. Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst's. Ja. Ach, ich bin aufgeregt. Okay, lasst es uns auch machen. Es ist nur Sportleggings. Okay, Karina, jetzt reiß sie mal ein bisschen zusammen. Kennt ihr das Paket noch? Kennt ihr die Verpackung noch? Es tut mir so leid, dass ich hier gerade so ein bisschen drauf bin. Aber das ist gerade ein bisschen viel für mich. Das ist ein neues MacBook.
Oh mein Gott. Auch mein... Oh, ich freue mich so sehr. Wow. Also hier ist mein altes Süßes. Und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, wirklich danke. Du hast mich richtig gut durchgebracht. Das Ding hat mich echt nie im Stich gelassen. Und das hat echt alles mitgemacht. Und würde ich damit halt hauptsächlich Uni machen, würde ich den Süßen noch echt behalten, weil er hält gut durch. Und er ist wirklich dabei. Aber Videoschneiden, schwierig. Da sagt er so, nee, nicht mehr so Bock. Also, ich habe den schon gut so einmal am Tag ausgemacht. Okay, nicht so oft, aber du hast mich gut durchgebracht. Danke. Aber es ist Zeit für was Neues. I'm sorry. Trotzdem war es eine schöne Zeit. Okay, jetzt kommt der Moment. Wir werden das Mäuschen jetzt zum ersten Mal sehen. Es ist immer... Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Es sieht halt genauso aus wie das alte. Geil. Ich habe natürlich... Ach so. Ich kann das hier... Oh. Schau mal, wie schön. Wow. Das ist jetzt ja auch noch nicht sexy. Und ich zeige das jetzt auch einmal noch von innen. Wow, ist das... Ich muss meine Ringe abnehmen. Das ist mir hier ein bisschen zu gefährlich. Hier wird nichts zerkratzen. Okay. Hätte cool sein können. Ist es leider nicht. Hier war. Oh, hoppala. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Das ist mein neues MacBook. Jungs, ich bin jetzt erstmal die nächste Stunde beschäftigt. Hallo. Ja, ich bin jetzt erstmal in meinem Tunnel. Wir sehen uns dann in einem Stündchen, wenn ich die Sache hier eingerichtet habe. Ich habe mir auch direkt schon einen Adapter bestellt. Ich hab alles da. Ich bin bereit. Ich bin bereit für ein neues MacBook. Und das war echt, ich habe wieder viel Zeit investiert, habe überall geschaut, was gibt es da für MacBooks. Ich habe auch nach refurbished MacBooks geschaut. Das hätte ich auch richtig cool gefunden. Aber im Endeffekt kostet der jetzt halt genauso viel wie ein refurbished MacBook. Und ich dachte mir, also ich rock meine Geräte runter. So, das letzte hatte ich jetzt 8 Jahre oder so. Wie gesagt, hat mich echt gut durchgebracht. Und deswegen denke ich, dass ich den auch relativ lang haben werde. Ach, für was habe ich mich entschieden? Ich habe mich da jetzt wirklich intensiv belesen. Ich habe mich 5-mal beraten lassen. Und ich habe jetzt tatsächlich das ganz normale MacBook Air genommen. So, was hier irgendwie so ein Ding ist, MacBook Air und MacBook Pro macht halt irgendwie keinen Unterschied. Das Einzige ist die Touchbar. Die ist bei den neuen... Ich bin drin im Thema. So, die Touchbar ist bei den neuen MacBook Pros gar nicht mehr dabei. Also der Trend geht da gar nicht hin, haben sie mir so gesagt. Und ich finde die auch gar nicht so praktisch, weil ich möchte die Sachen immer da haben. Deswegen habe ich auf jeden Fall das MacBook Air genommen. Das MacBook Air ist leichter, das fand ich schon mal schöner. Also das Ding, wow. Ist vielleicht auch nochmal leichter als mein altes. Nicht so viel, aber es ist schon leichter, glaube ich. Kann man natürlich immer schwer sagen, weil ich ja Rechtshänderin bin und so, ne? Genau, so. Dann habe ich das MacBook Air genommen, wie gesagt. Ich habe das 13 Zoll MacBook Air mit den ganzen Standardeinstellungen. Eigentlich nur mit den Standardeinstellungen, weil ich es jetzt unbedingt haben wollte. Ansonsten hätte ich mehr Arbeitsspeicher genommen. Aber macht nichts. Ich denke, also das wird auf jeden Fall ein Upgrade sein. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und genau, also Pro gibt tatsächlich nicht so viel Sinn, weil die den gleichen Prozessor haben. Das Pro hat nur irgendwie eine Lüftung, was das Air nicht hat. Und da meinten die aber alle so, ja, also braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen habe ich das MacBook Air genommen. Und ich werde jetzt hier wirklich ein intimes Moment mit dem MacBook haben. Deswegen, das wird Zweisamkeit. To use English as the main language. Press the return key. Yes, okay. Also wir haben jetzt ein intimes Moment. Tschüssi. Achso, und übrigens, die kleinen Ösis, das MacBook ist in Österreich tatsächlich teurer als in Deutschland. Und auch gar nicht mal so wenig, finde ich. Also es sind schon 60 Euro. Jetzt tatsächlich noch mehr, weil ich so einen guten Deal gefunden habe. Natürlich. Sparmaus Katharina hat einen guten Deal gefunden, klar. Deswegen habe ich das nach Deutschland liefern lassen und jetzt hat mir das meine Familie hierher geschickt. Was eh ganz gut war, weil noch eine andere Sache in Deutschland angekommen war. Das haben die jetzt mitgeschickt und ich hatte meine Sportleggings und so vergessen. Wurscht. Aber jetzt ist es halt hier. Ich habe es aber auf jeden Fall nach Deutschland bestellt. Also folgende Situation. Ich musste mich hier mal ganz kurz ein bisschen hinlegen. Ich habe nämlich zum Mittag irgendwelche Reste gegessen, die schon ein paar Tage alt waren. Und danach ging es mir richtig mies. Aber ich habe eigentlich einen Geruchstest gemacht und eigentlich das sah alles noch gut aus. Scheinbar war es das nicht. Auf jeden Fall ging es mir eben gerade richtig mies. Jetzt ist es schon wieder besser. Und jetzt habe ich hier schon mal ein Video geschnitten mit dem neuen MacBook. Und das Video exportiert gerade. Und ich höre nichts. Er rastet nicht aus. Und mein alter Laptop war da wirklich echt so laut wie ein Flugzeug immer. Wow. The time float on. Cool air blows a memento. Ihr Lieben, ich habe mich gestern tatsächlich gar nicht mehr gemeldet, aber es ist auch nicht mehr viel passiert. Also ich bin dann
ins Bett gegangen irgendwann. Deswegen ist heute jetzt der nächste Tag. Und ich habe ja gerade schon mal meinen Tag geplant. Ich dachte mir, neues MacBook, neues Ich. Und habe meinen Tag heute einfach mal über Notion geplant. Ich habe auch schon vorher immer viel mit Notion gemacht. Ich habe da so andere Sachen gemacht. Also ich habe da so meine Bücherliste aufgeschrieben, meine Routinen. Das zeige ich euch gleich alles mal. Aber heute dachte ich mir, plane ich mal meinen Tag und habe mich jetzt mal angesetzt. Gefällt mir sehr gut. Also ich mag das halt bei Notion super gerne, dass das sehr übersichtlich ist. Man versteht sofort, was man machen kann. Und es gibt halt super viele Optionen, die man also miteinander verknüpfen kann. Also zum Beispiel habe ich jetzt so die Daten aufgeschrieben. Und die sind dann so direkt in der Tabelle. Ich zeige euch das auch mal direkt, dann könnt ihr sehen, wie ich das jetzt heute mal gemacht habe und wie ja, ich das jetzt wohl immer machen werde und was ich sonst noch so für Listen hatte. Und hier könnt ihr einmal direkt meine Notion-Seite sehen. Also das ist die Monatsübersicht. Ich habe eigentlich immer eine Monatsübersicht bei Notion, weil ich das da super übersichtlich finde. Und jetzt habe ich auch mal eine Tagesplanung gemacht. Die seht ihr hier. Das zeige ich euch gleich mal. Was ich richtig cool finde, man kann hier immer so ein... Also die haben da super coole Bilder, die man suchen kann. Und dann kann man sich das hier einstellen. Das sieht einfach immer nett aus. Und hier an der Seite... kann man sich dann auch so ein Icon machen. Finde ich cool. So, also meine Monatsübersicht beginnt, hier, einmal mit meinem Monatsziel habe ich mir aufgeschrieben. Da sind jetzt zum Beispiel, da ist jetzt zum Beispiel der Frauenlauf drauf, die Bewerbung, die habe ich schon, ich habe mir ein neues MacBook gekauft. Alles, was ich so in dem Monat gerne erreichen möchte und was ich schaffen möchte. Und hier unten habe ich dann einmal, einfach so eine Kalenderansicht, dass ich sehe, was ich diesen Monat so zu tun habe. Und, das ist nämlich das Coole, dass hier dann eben die Tabelle ist, wo man die Daten eintragen kann. Und das habe ich jetzt auch mal mit meiner Tages-To-Do-Liste gemacht. Also hier ist meine To-Do-Liste. Die unterteile ich immer in Priorität 1, 2 und 3. Und hier habe ich jetzt noch die Termine aufgeschrieben. Meine Monatsübersicht und dann plane ich immer doch noch andere Dinge. Also ich habe zum Beispiel einmal fürs Studium mir am Anfang so eine Liste gemacht, wie viele ECTS, was für Prüfungen, was ich dafür tun muss. Das, ich glaube, das ist sogar meine Lieblingsfunktion. Da hat man so einen Oberpunkt und dann kann man darunter so ganz viele Punkte einfügen, die dann aber direkt wieder weg sind. Lieben wir. So, dann habe ich hier meine Jahresvorsätze. Die kennt ihr ja auch bereits. Die habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Meine Bücherliste führe ich hier, dass ich einmal aufschreibe, was für ein Buch ich gelesen habe, dass ich das kurz zusammenfasse und einmal die Infos dazu reinhaue. Ja, genau, das sind so die Dinge, die ich mit Notion plane. Also mit Notion erstelle ich meistens meine Listen, meine Planung, was ich... ich brainstorme damit auch super gern, weil man eben super viele Möglichkeiten hat und das sehr übersichtlich gestalten kann. Das Coole ist nämlich auch, wenn ich das jetzt auf dem Laptop mache, habe ich das direkt auf dem iPad und auf dem Handy. Das ist immer da und es ist nie weg. Also wenn man sich das irgendwie nochmal wieder anschauen möchte, ist es immer da. Das finde ich sehr cool. Genau, also das benutze ich sehr gerne. Ich kann euch in die Videobeschreibung meinen Link zu Notion setzen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch direkt anmelden. Ich muss sagen, ich finde es praktisch. Probiert es gerne mal aus. Gerade fürs Studium finde ich es auch cool. Ich habe auch bei vielen gesehen, dass die da die Inhalte vom Studium so aufschlüsseln. Das finde ich auch sehr spannend. Werde ich vielleicht auch mal probieren. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht plane ich jetzt damit auch mal meinen Tag in Zukunft, weil ich das schon cool finde. Also wie gesagt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich schreibe euch das alles in die Videobeschreibung und habe euch jetzt mal gezeigt, wie ich so meinen Tag plane. Ich mache das wirklich richtig gerne mit den verschiedenen Prioritäten, dass ich weiß, so was ich auf jeden Fall erledigen möchte und was nicht. Und ich finde, das kann man hier halt sehr gut aufschreiben, dass man weiß, ne, wo was ist, wann ich was mache. So, jetzt gibt es mal mein Frühstück. Jedes Mal, wenn ich hier sitze, habe ich was anderes an. Ich habe mich jetzt mal ausgezogen hier. Achso, ich wurde übrigens gefragt, wie ich das mit den Trägern mache. Ich habe leider auch keine Lösung. Ich mache die immer so runter. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, ich glaube, es gibt solche Clipper, die man hinten ran machen kann, dass die Träger so zusammen sind. Schaut auf jeden Fall mal nach. Wenn ich es finde, kann ich das gerne in die Infobox packen. Und jetzt wird bei mir gefrühstückt. Es gibt hier einmal Joghurt mit Haferflocken. Diese Soja-Crispies, wirklich. Oh, ich wollte jetzt eingreifen. Die sind so lecker. Ich hatte euch die gezeigt, die habe ich bei DM gekauft. Und dann gibt es noch einen Orangensaft. Genau, dann frühstücke ich. Ich habe mir schon mein Mittagessen fertig gemacht. Und dann geht es auch schon los. Ja, ich freue mich mal wieder. Ich war richtig lange nicht mehr auf der Uni. Habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ich fahre auf jeden Fall auf die Uni danach. Genau, ich treffe mich da mit einer Freundin, wir wollen ein bisschen lernen. Habe ich super lange nicht mehr gemacht. Wetter soll gut werden und ich habe richtig Bock. Yes. Okay, also das hier ist mein Outfit für den Tag. Ich habe so folgendes. Dieses schwarze Top von H&M, das ist das Einzige, was leider aktuell ist. Aber das kann ich euch gerne verlinken. Dann habe ich diesen Blazer an. Ich glaube, der ist auch von H&M, aber leider nicht mehr aktuell. Die Hose ist von Only. Die weißen Schuhe sind von Alexander McQueen. Und genau, das ist mein Look. Ich habe jetzt hier gerade schon mal meine Sachen zusammengepackt. Ich werde heute auf jeden Fall einen Rucksack mitnehmen, weil das ist alles ein bisschen schwerer. Oh, Ladekabel brauche ich noch. Ich habe hier auch Essen dabei und ja, alles ist dabei. Deswegen mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Ich freue mich schon total. Das Wetter ist nämlich sehr gut und ja, das lieben wir. Ich bin jetzt auf dem Weg. Das Wetter ist wirklich ein Traum. Ich liebe so. Ich kann hier einfach...
Also, ne, ich kann mich jetzt auch rausziehen. Das ist der absolute Hammer. Und ich muss sagen, mir bringt das momentan richtig Spaß, mir mal wieder schicke Outfits anzuziehen und mich mal ein bisschen um meinen Style zu kümmern. Das habe ich irgendwie ziemlich lange nicht gemacht. Deswegen ist es mal wieder ganz cool. Aber, wie gesagt, so langsam kommt mein Kleiderschrank an seine Grenzen. Aber noch ist alles in Ordnung. Und ich glaube, ich schaue jetzt mal. I'm so sorry for dreaming about the future. Also ich komme jetzt gerade von der Uni. Ich war heute wirklich irgendwie den ganzen Tag da, aber es war richtig gut. Es war total produktiv und ich habe echt viel geschafft. Warte mal, ich stelle mich hier ein Sekündchen hin. Ich habe ja was für die Uni gemacht und ich habe auch total viel für Instagram und YouTube gemacht. Ich glaube, ich habe da ein paar coole Dinge vorbereitet. Ich hoffe, euch gefallen die auch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ja, ich liebe es. Genau. Und jetzt bin ich noch mit meiner Mitbewohnerin verabredet. Wir wollen jetzt nämlich essen gehen. Deswegen bin ich da jetzt gerade auf dem Weg hin. Und ich merke auch, ich habe Hunger, ich brauche heute schnell was zu essen. Es ging nämlich wieder los, mich so ein paar Dinge genervt haben. Zum einen ist neben mir in der Bibliothek einer, der super laut Kaugummi gekaut hat. Wirklich, ich finde, das ist das schlimmste Geräusch, was es gibt. Und dann hat er noch seine Finger geknackt und ich war so, nein, das machst du jetzt nicht. Und dann eben war ich in der Bahn und es war super voll. Und dann stellen sich eben alle in die Mitte und ich war so, hallo, kann da mal jemand durchgehen? Keiner geht durch, habe ich wieder so durchgedrängelt. Also wirklich, ne, ja, und dann war ich so, okay. Hunger ist da, ich brauche jetzt was zu essen, deswegen gehe ich da jetzt auch mal flott hin und dann essen wir was. Aber ich freue mich, heute war ein richtig schöner Tag, das Wetter ist gut und ich freue mich jetzt auf das Essen. Ich bin jetzt wieder zu Hause, wir waren jetzt eben gerade noch richtig lecker essen und jetzt habe ich mich hier schon direkt ready gemacht, habe mein iPad rausgeholt, weil ich jetzt mit einer Freundin zum FaceTime verabredet bin. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir uns auch lange nicht gehört haben. Und ich glaube, so manchmal ist das Problem, von mir kriegt man ja schon relativ viel mit, so, wenn man das möchte natürlich. Aber ich von den meisten anderen ja nicht. Deswegen, ja, bin ich jetzt froh, dass wir uns mal wieder hören und dass sie mich mal ein bisschen updatet, was da so Phase ist. Genau, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Habe ich sonst was zu erzählen? Nee, Essen war lecker. Wir hatten so einen Pita. War echt cool. Doch, hat mir gut geschmeckt. Und ich habe Durst. Ich habe richtig Durst. So, ich muss was zu trinken. Und dann wird gefacetimed. Ich liege jetzt im Bett. Es ist schon super spät. Es ist jetzt schon 11. Schon nach 11. Wir haben richtig lange telefoniert, weil wir uns einfach so lange nicht gesehen haben. Und es war richtig schön. Ich habe mich so gefreut, die mal wieder zu sehen und sich mit ihr zu unterhalten. Das hat mir sehr gut getan. Und jetzt wird hier auch gleich geschlafen. Aber heute war ein richtig toller Tag. Heute war echt ein richtig schöner Tag und ich mag das richtig gern, mir auch am Ende des Tages nochmal aufzuschreiben, was heute Schönes passiert ist. Weil ich finde, oft denkt man so, ja okay, heute war halt irgendein Tag. Und wenn man dann drüber nachdenkt, war das irgendwie doch richtig cool, was alles so passiert ist. Das ja, gefällt mir richtig gut und ich hatte mir auch überlegt, dass ich das vielleicht mal ein bisschen auf Instagram teile. Einfach mal so, weiß ich nicht, aufzuschreiben, was so gut lief. Ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, dass einem das ganz gut tut. I don't know, was denkt ihr dazu? Und genau, jetzt werde ich auf jeden Fall schlafen gehen. Ich bin schon müde, eigentlich gar nicht so sehr. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs Bett. Aber ja, ich hatte heute echt einen tollen Tag. Doch, war schön. Ich hoffe aber, dass ihr auch einen tollen Tag hattet oder vielleicht noch habt. Und ja, es freut mich sehr, dass ihr euch den Vlog angesehen habt. Freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Und ein dickes Kissen an euch alle.